Wir senden hier live aus Wien und mit dabei ist auch Fabian von Aerosoft. Hallo Fabian. Hallo, hallo, nicht ganz aus wie nicht, aber auch live dabei, wie du sagtest. Ja, Max, einige coole Einsendungen haben wir bekommen und ein großes, großes Programm heute, würde ich sagen. Aber erstmal habe ich hier was ganz anderes vor. Letztes Mal bin ich dir mit dem Auto entgegengekommen. Guck mal, erster Platz, Modding Contest. Ich würde sagen, ich habe gewonnen und nehme mir die Hättest du Preise jetzt gerne. mit. Ich nehme mir die Preise mit. Da bleibt nichts anderes übrig. Eieiei, bleib mal hier. Warte auf Kannst da mich. vorne Mensch, stehen Fabian. bleiben. Mir ist das ganz egal. Du kannst die Preise da nicht bekommen. Ich nehm die mit. Und sieg Schade, ich. ich habe gedacht, ich fahre dir davon. Das hat irgendwie nicht geklappt. Mist. Oh nein! Ha! Kleiner Unfall, ein kleiner Unfall. Sag mal, wo bist denn du? Ich bin hinter dir, ich bin echt hinter dir unterwegs. Also, wer die Map schon kennt, wir sind hier auf der Don Chris Shido Racing Map. Das ist gar nicht so leicht hier zu fahren und gleichzeitig euch was Spannendes zu erzählen. Aber das ist nur eine von vielen, vielen spannenden Maps, die wir als Einreichung beim Contest bekommen haben. Insgesamt Genau. waren es 63 Einreichungen, die wir hatten. Das ist ziemlich viel. Es ist ähnlich viel wie letztes Jahr. Aber ich kann schon eins vorwegnehmen: Es wird sehr, sehr viel spannender. Wir haben wirklich viele hochwertige Mods bekommen. Fabian habe ich jetzt abgehängt, sehr Du schön. hast mich komplett abgehängt. Und ich würde vorschlagen, fangen wir auch direkt mal an. Genau. Ich glaube, die Leute sind nicht hier, um unser Rennen zu sehen, sondern die wollen definitiv die Mods sehen. Und ich würde sagen, lass uns doch gleich mal zu den ersten Mods hinspringen und uns angucken, was wir als erste Kategorie heute hier haben. Genau, und wir werden starten mit der Kategorie Fahrzeuge. Aber bevor wir das machen, möchten wir noch einmal durchgehen, welche Preise die glücklichen Gewinner denn überhaupt erwarten. Genau, Fabian, genau. was hast du uns denn alles mitgebracht in diesem Jahr? Ja, dieses Jahr haben wir das Ganze ja ein bisschen anders organisiert. Und zwar haben wir nicht gesagt, jeder kriegt einen festen Preis letztendlich, sondern wir haben einen Preispool. Die Gewinner werden nach und nach von uns angeschrieben und können sich aus ihrem Pool der entsprechenden Platzierung etwas aussuchen. So ist die dritte Platzierung unter anderem ein Philips Hue Ambiente Set, ein Rocket Keyboard und Maus Set, von Logitech das G635 Gaming Headset zur Auswahl. Und für den zweiten Platz geht es dann auch gleich weiter. Da haben wir ein paar Nano-Leafs rausgepackt. Das sind ja so coole LED-Hintergrundbeleuchtung. Die habe ich, eigentlich wollte ich die hier hinter mir anbringen, habe ich aber im Wohnzimmer mittlerweile hängen. Da kann ich euch nur zu raten, solltet ihr was am zweiten Platz haben, greift dazu. Oder eine JBL Charge 4 Box Thrustmaster TMX Lenkrad. Da ist auch wieder was Schönes zur Auswahl. Und für den ersten Platz geht es dann natürlich auch nochmal fett weiter mit einer GoPro zur Auswahl, eine Epic Noble Chair Gaming Stuhl, letztendlich sehr ähnlich zu dem, ich meine mal klein, was ich hier von Crosshair hinter mir habe. Oder ein Set aus dem Elgato Streaming Deck, was auch hier vor mir steht, und ein Blue Yeti Mikrofon. Das Ding letztendlich, worüber ihr mich hier gerade hört, stehen da zur Auswahl. Da ist also wirklich auch wieder für einiges gesorgt und die Gewinner können sich, wie gesagt, dann etwas aus dem Pool aussuchen. Oder als Team entsprechend werden wir das Ganze auch abdecken, da wir letztes Mal ja doch einige Teams als Gewinner hatten. Ja, genau. Also das möchte ich noch mal ganz besonders dazu sagen. Also es funktioniert nicht so, dass der Preis richtig an den Platz gekoppelt ist, sondern es ist einfach so, wir haben diesen Preispool und die ersten Plätze dürfen sich dann zuallererst etwas aussuchen. Im Falle von Modding-Teams haben wir natürlich auch alternative Möglichkeiten. Da muss man sich dann nicht zum Beispiel ein Lenkrad mit den anderen Beteiligten am Hin Mod und her teilen. schieben. Genau, sondern da finden wir dann auch eine gute Lösung. Und so haben wir auch nicht das Problem, wenn zwei zufälligerweise genau das Gleiche gerne haben möchten. Also, ihr wisst, wie es funktioniert, aber wir wissen noch nicht, wer gewonnen hat. Und deshalb schlage ich vor, schauen wir uns jetzt einfach mal an in der Kategorie Fahrzeuge, wer denn überhaupt unsere Finalisten sind. Und Genau, das da. Ganze möchten wir dieses Jahr nicht einfach nur mit Bildern prämieren, sondern ihr habt es schon in der Einleitung gesehen, wir streamen heute live aus dem Winterresort Simulator Season 2. Und wir haben hier dankenswerterweise eine Map zur Verfügung gestellt bekommen von Don Chris, der sehr, sehr viel Zeit hier reingesteckt hat, um uns alle Fahrzeuge und Seilbahnen zu präsentieren. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Es Genau. war sehr kurzfristig. Besten Dank. Es waren sehr viele
Tränen und auch sehr viel Schweiß da drin beteiligt. Aber nun einige achten wirklich. Wir mal auf die Mods, die hier eigentlich im Finale stehen. Einige wir starten mal hier, weil die hat man gerade noch nicht gesehen. Was wir hier haben, ist ein Lanzenpack vom, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, von wem das ist. Genau, das ist das Bechler Schneelanzenpack vom A bis Z Modding, was es hier in unser Finale geschafft hat. Das sind jetzt eine nur zwei. Doppelschneelanze zum Beispiel auch dabei. Genau, also es sind hier einige dabei in dem Pack. Ich habe es nicht gezählt, aber es sind wirklich verschiedene. Es ist eine Menge, das sagst du. Aber genau. Da geht es auch gleich weiter. Hier vorne haben wir ja doch ein bisschen was Größeres auch noch stehen. Ganz links, ja wirklich was sehr Verwirrendes im Winterresort-Simulator, wo ich immer dran gedacht habe, das wird nur ein Gag werden, wenn der mal kommt. Aber doch, es hat sogar ein Helikopter den Winterresort-Simulator geschafft, der voll bedienbar ist und auch geflogen werden kann. Aber auch hier noch die ein oder andere, ja, Pistenraupe. Genau, wir sehen hier auf die eine Seite. Okay, jetzt habe ich natürlich hier kurz ein Problem. Eine Mission. So, genau, wir haben hier zwei Pistenrauben. Das ist einerseits mal hier unser Pistenbully 400. Aber wir haben hier auch ein sehr, sehr spannendes Pack. Wir haben hier exemplarisch mal den Pistenbully 260D herausgegriffen. Aber da sind noch viele, viele weitere Pistenrauben in diesem Pack enthalten. Und dann haben wir natürlich noch was ganz Besonderes. Unseren Prinot, nein, nicht unseren, aber den Prinot Bison. In verschiedenen Varianten, mit der Winde, ohne Winde, in verschiedenen Farbkleidern. Wir haben jetzt hier mit auch dem super Livery, was hier gerade draufgezogen ist. Eins meiner wirklichen Highlights, das Livery, sieht extremst spektakulär aus. Genau, und es gibt noch viele, viele weitere, die da auf euch warten. Und im selben Mod stecken dann übrigens auch noch Schneekanonen. Wir haben hier jetzt exemplarisch eine Schneekanone von Sufak dabei und eine Schneekanone von Demaklenko. Da oben auf dem Turm, ja, da ja, steht auch. Ja, genau, was. Dieses Ding hier. Natürlich alle funktionsfähig, muss man dazu sagen. Spannend, spannend, wirklich. Ich glaube, eine der Kategorien mit den stärksten Einsendungen. Wirklich jedes an sich wirklich ein tolles Paket. Doch es kann erstmal nur drei Gewinner geben. Genau. Lanze nochmal hin und her, genau. Max, hast denn du eine Vorahnung, wer der dritte Platz sein kann? Es war wirklich schwierig. Wir sind hier Tage gesessen und haben uns überlegt, was wäre denn fair? Wer soll diesen dritten Platz gewinnen in der Kategorie Fahrzeuge? Und besonders schwierig hat es uns natürlich dieses Jahr beim Contest gemacht, dass wir letztes Jahr schon einen Contest hatten. Manche Mods wurden letztes Jahr schon prämiert, haben letztes Jahr schon Preise abgestaubt und sind natürlich entsprechend weiterentwickelt worden und dieses Jahr noch, naja, nochmals eingereicht worden, aber eben in der nochmal stärker Variante. Ja. Und dann gibt es andere Mods, die sind frisch entwickelt, die sind neu dazugekommen und die haben uns natürlich auch besonders interessiert, weil sie das Spiel einfach nochmal sehr viel erweitert haben. Aber ich möchte gar nicht so viel um den heißen Brei herumreden. Wir haben auf dem dritten Platz kein Pistenfahrzeug, also es ist nichts, mit dem man herumfahren kann, sondern wir haben ein Schneelanzenpack auf dem dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch an das AZ-Modding, die uns hier dieses Bechler-Schneilanzen-Paket eingereicht haben. Richtig aussprechen sollten wir es dann schon. Extrem cooles Paket, wirklich nochmal. Auf jeder Map kann man es super benutzen, neben den Schneekanonen, die bereits im Grundspiel enthalten sind. Einfach nochmal ein bisschen Variation, um das Ganze zu beschneien und einfach auch grüne Pisten ja, weiß zu färben, würde ich vorsichtig sagen. Genau, und ich schalte mal kurz unsere Bedienelemente ein, weil ich möchte euch das kurz hier im Shop zeigen. Wir haben hier im Bereich Beschneiung, also natürlich hier die TR10, die es standardmäßig im Spiel gibt, und hier fängt das Bechler Schneilanzenpaket überhaupt erst an. Wir haben hier 1, 2, 3, ich höre mal lieber auf mit dem Zählen. Ihr seht, wie viele das hier einfach sind, na, das gehört hier nicht mehr dazu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Schneilanze mir kaufen möchte, dann kann ich das auch noch anpassen. Also ich habe hier verschiedene Varianten. 5 Meter, 7 Meter, 8,5 Meter, 10 Meter. Und das natürlich nicht nur bei dieser einen, sondern bei allen, die wir hier gesehen haben. Sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt vom AZ-Modding-Team. Und was mich besonders fasziniert hat, wenn ich hier die Schneelanze bewege, dann bewegen sich da die Schläuche auch mit. Sieht unglaublich cool aus. Und damit ein verdienter dritter Platz.
Genau, herzlichen Glückwunsch dazu. Wirklich ein extrem verdienter Platz mit diesem Riesenpaket an Beschneiungswerkzeugen. Genau, aber schauen wir doch direkt weiter. Wer könnte denn unseren zweiten Platz gewonnen haben? Von den Fahrzeugen, die hier noch übrig bleiben. Ich denke, da werden wir jetzt mal ein bisschen mehr auf der Piste unterwegs sein, diesmal. Mehr auf der Piste, sagst du? Und das ist jetzt eine reine Vermutung von mir. Reine Vermutung? Naja, gut, bei der Auswahl an Mods, die wir hier noch übrig haben, ist das jetzt nicht so schwierig. Na, da stehen die Chancen eher für dich. Aber ich würde sagen, nein, beschränken wir uns nicht auf die Piste. Wir haben tolle Packs auch eingereicht bekommen. Und wir haben es hier eben schon gesehen, der zweite Platz geht dieses Jahr an A3D Snow.Management und A3D Snow.Control. Wieder eine wahnsinnig harte Entscheidung gewesen, gerade in der Fahrzeugkategorie. In dem Pack haben wir viele, viele Mods. Es ist auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich, aber man sieht es zum Beispiel auch bei dem Screen zum Start des Spiels. Es ist echt unglaublich viel drin hier in diesem Paket. Einerseits der Prinot Bison, den ich vorhin schon angesprochen habe, da können wir uns auch einmal hineinsetzen. Ja, wenn ich es denn finde. Den Klickspot okay. Treffe. Ich finde es gerade nicht. Wie dem auch sei. Also wir haben hier einen Prinot Bison, auch mit dem Schneehöhenmessungssystem drin. Das ist jetzt natürlich entsprechend nicht aktiviert, aber auf diesem Bildschirm würde man das dann sehen. Ist zwar nicht vom Ersteller dieses Mod-Pakets gekommen, aber macht natürlich auch einen super Eindruck in dem Fahrzeug. Einige der Schneekanonen kennen wir schon aus dem Vorjahr, insbesondere vom Hersteller Sufag war einiges schon mit dabei. Aber jetzt neu im Spiel sind eben weitere Schneekanonen, auch von anderen Herstellern. Da haben wir hier einerseits mal Demag. Gut, hier haben wir auch nochmal Demag. Und wir haben auch von Technoalpin eine Schneekanone noch hier im Spiel. Herzlichen Glückwunsch an das A3D für diesen tollen Mod. Und damit kommen wir wohl zur spannendsten Frage in dieser Kategorie. Platz 1. Wer bekommt den ersten Platz? Für mich gibt es einen ganz klaren Gewinner. Ich habe es vielleicht vorhin schon ein bisschen angedeutet, wo, mit welchem DLC bzw. Mod ich komplett überzeugt wurde. Wo ich nie dran geglaubt habe und ich glaube auch wirklich die meiste Energie reingesteckt werden musste, weil ja, wir vom Boden wegkommen wahrscheinlich, Maximilian. Und damit hast du es schon verraten. Der wohl kreativste Mod in diesem Jahr, der wirklich ein völlig neues Element in unser Spiel gebracht hat, ist nun mal der Helikopter-Mod von Antipony bzw. Airborne Modding Team. Nicht nur haben wir hier ein Fahrzeug, was sich sehr, sehr detailliert steuern lässt, sondern wir haben auch noch eine völlig neue Komponente im Winterresort-Simulator, die wirklich, wirklich einzigartig ist und mit der ich selbst nicht gerechnet habe. Die so definitiv nicht, definitiv nicht. Ich habe letztes Jahr, wie gesagt, das ja auf dem Discord immer wieder verfolgt und habe es als Spaß gehalten, dass das Ganze passieren soll. Doch es wurde dann Realität und er lässt sich ja wirklich mit doch sehr viel Übung, muss man dazu sagen, fliegen. Das ist eine einzigartige Challenge für sich. Auf jeden Fall. Besonders faszinierend finde ich an dem Mod, muss ich auch ehrlich sagen. Einfach dieses Detaillierungslevel, was im Cockpit da vorhanden ist. Und wenn ich diesen Helikopter starten möchte, dann muss ich ja auch hier zum Beispiel die Main Batteries einschalten. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stream jetzt auch hört, aber ich höre es zumindest. Damit ändert sich auch schon die Geräuschkulisse. Dann kann ich hier Generatoren ein- und ausschalten. Ich kann auf dem Overhead-Panel da oben sogar die Treibstoffpumpen links und rechts einzeln ein- und ausschalten. Okay, ich habe wahrscheinlich die falsche Reihenfolge gemacht, das tut mir furchtbar leid. Es gibt meines Wissens nach auch ein Video auf YouTube, wo das nochmal gezeigt wird, in welcher Reihenfolge man das richtig macht. Und jedenfalls, dann kann ich sogar hier die Rotorblätter einschalten. Und letztendlich dann, ja, abheben, im Prinzip. Ich glaube aber, das ersparen wir uns heute, denn da haben wir... Das sparen wir uns heute. Fabian, ich muss sagen, ich höre dich gerade gar nicht. Bei mir ist es so laut hier drin. Ne? Auf jeden Fall auch da nochmal super herzlichen Glückwunsch an den ersten Platz. Wirklich ein mehr als verdienter erster Platz. Spektakulär einfach, das ganze Fahrzeug im Winterresort-Simulator zu sehen. Und ja, den kleinen Flugsimulator im Winterresort-Simulator zu haben letztendlich. Genau.
Ja, also auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch an den Ersteller des Mods. Wirklich, wirklich coole Leistung. Und damit sind wir auch schon in der Kategorie Fahrzeuge durch. Wir haben 5 sehr, sehr spannende Einreichungen gesehen, die wir hier auf diesem Parkplatz versammelt haben. Und ich muss sagen, ich finde... Wir haben jeden einen Preis gegeben, muss man dazu sagen. Nur leider müssen wir uns doch letztendlich entscheiden. Und die Wahl war wirklich extrem schwer. Gerade auf den dritten Platz war es eine haaresbreite Entscheidung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Na gut, dann hüpfen wir doch gleich in die nächste Kategorie. Fabian, was sagst du denn? Mit was machen wir weiter? Wir könnten entweder Maps... Naja, lass uns doch erstmal mit den Seilbahnen vielleicht weitermachen. Denn da sind doch auch einige spektakuläre Sachen gekommen. Und ich sag mal so, das ist ja wirklich das Herzstück des Winterresort-Simulators gewesen. Da kommt ihr ja wirklich her. Deswegen glaube ich, eine Kategorie mit besonders viel Herzblut für euch einfach auch. Auf jeden Fall. Und was ich besonders faszinierend fand an der Kategorie Seilbahn ist, die Seilbahnen im Standardspiel sind ja schon ziemlich detailliert. Aber es gab sogar Mods, die es geschafft haben, dieses Level zu übertreffen und auch nicht nur Details, sondern ganze Funktionen einzubauen, die so im Spiel vorher noch nicht da waren. Definitiv, definitiv. Ich kann mich nur daran erinnern, meine ersten Versuche in der Season 2 mit den Seilbahn-Tutorials, da wollen wir uns gar nicht erst ausmalen, wie ich an diesen Seilbahnen verzweifeln würde. Aber Max, auf der Map ist ja einiges vorbereitet mit den Seilbahnen. Genau, ich würde vorschlagen, schauen wir am besten einfach mal durch. Wie schon gesagt, auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, herzliches Dankeschön an Don Chris und auch Glückwunsch zu den guten Mods, aber Dankeschön für diese Map. Wir sind hier als Gast auf der Hallstein Don Chris V4 in abgespeckter Version, damit das Ganze heute diese 9 Seilbahnen auch alle verkraftet. Vielen Dank, dass du so spontan die Zeit gefunden hast, um die Map so umzubauen, dass wirklich jede der Seilbahnen, die es bis ins Finale geschafft hat, hier vertreten ist. Ganz genau. Fangen wir doch am besten gleich mit der ersten Seilbahn an. Wenn ich doch schon hier in der Nähe bin, fliegen wir mal direkt hier ran. Wir starten hier mit der, jetzt im Standardspiel würde sie Stubhornbahn heißen. Bei uns heißt sie natürlich nicht Stubhornbahn. Oh, ich müsste das Ding wirklich mal abschalten. das ist die 8 MGD hohe Salbe. Das ist eine 8er Kabinenbahn, die eingereicht wurde. Hier haben wir auch nochmal die... ein kleines Erklärungsschild. Das ist die 8er MGD hohe Salbe von No123, Dominik 1503 und Georg 007 mit Unterstützung vom Austrian Modding Team. Es ist eine komplett neu gebaute Talstation nach dem Vorbild einer realen Anlage. Wir sehen, da sind nicht nur Reifen drinne und Weichen, sondern wir haben hier sogar die ganzen Keilriemen drin. Wir haben hier eine Kuppelklemme, die ich bewegen kann. Also schon ziemlich viele coole Funktionen. Und an sich die Kabinen selber finde ich auch wirklich spektakulär. Die sehen einfach nochmal wirklich gut aus. Auch in dieser Farbkombination, die Bahn macht einfach auch was her auf der Map. Genau. Mit dazu gibt es natürlich auch noch neue Stützen. Das fand ich besonders cool. Einerseits hier eine höhere Stützenvariante. Und hier oben sogar eine Gletscherstütze. Und damit kommen wir auch direkt schon zur Bergstation dieser Anlage. Auch die natürlich nochmal völlig neu gebaut. Wir haben hier auch die Stationstechnik innen wieder nachgebaut und nachgebildet. Bin mir gerade nicht sicher. Okay, die kann ich hier gerade nicht abnehmen. Aber das kann ich auch bei einigen Anlagen. Und wir haben hier auch im Kontrollraum natürlich das völlig begehbar mit der Steuerung, wie wir sie schon kennen. Cool an dieser Anlage ist auch, man kann sich entscheiden, mit welcher Steuerungsvariante man sie gerne betreiben möchte. Das heißt, wenn ihr das DLC von der Season 2, das Season 2 Content Pack gekauft habt, dann steht euch sogar die Season 2 Steuerung, die Doppelmeier PSS 3000 auf dieser Anlage zur Verfügung. Bereit. Genau. Somit eine Anlage, die ich selbst nicht bedient bekomme, würde ich vorsichtig sagen. Genau. Die nächste Anlage ist auch direkt um die Ecke. Ich sehe da oben was, genau. Das ist die Pendelbahn vom SRTD-Modding-Team mit Unterstützung von Paulchen, die wir hier übrigens auch in der normalen Hallstein-Don-Chris-Version finden. Also die ist ja nicht einmal neu an dieser Stelle. Und wir sehen es auch hier nochmal
Auch diese Anlage hat es bis ins Finale geschafft. Wirklich eine riesen Gondel als Pendelbahn, wirklich unglaublich groß und dadurch für mich nochmal besonders spektakulär. Da kann man einfach Menschenmassen wirklich bewegen auf seiner Map. Genau, ui, jetzt bin ich durchs Gelände, durch die Station, so wollte ich sagen. Und dann haben wir hier auch noch was Neues im Winterresort-Simulator. Fabian, was würdest du sagen, was ist das? Ich weiß es auch nicht. Eine Hybridbahn, wir haben Sessel, wir haben Gondeln. Mich wundert es jetzt, dass nicht ein Helikopter gleich als nächstes um die Ecke kommt. Ja, das ist was wirklich ganz, ganz Neues, eine gemischte Bahn. Genau, eine Kombibahn, eine sogenannte Telemix, die hier vom French Modding Team eingereicht wurde. Die Station werden wir gleich auch noch an einer anderen Stelle wieder treffen. Und wir haben hier auch neue Stützen, die ins Spiel gebracht wurden. Sprich, man hat hier die Möglichkeit, wirklich eine Kombibahn selbst zu bauen und sogar die Station anzupassen. Also hier, dieses Blau haben wir uns jetzt für diesen Stream ausgedacht. Das kann man einfärben, wie man das haben möchte, in einem eigenen Dialogfenster im Baumodus. Das ist sehr, sehr cool und bietet auch noch weitere Möglichkeiten, wie ein anderer Mod vom selben Team beweist. Dafür müssen wir wieder an den Startpunkt unserer Reise. Hier sehen wir eine reine Kabinenbahn, also wir haben jetzt hier keine Sessel mehr drauf. Und Fabian, hast du denn vielleicht schon gesehen, was ist die Besonderheit dieser Anlage? Ja, wir haben hier das kleine Kontrollhäuschen, würde ich sagen. Und vor allem ist das aber alles hier nicht mehr im Blau maximieren, für mich das Wichtigste, sondern schöne Holzverschalung, wie es sich gehört, in den Alpen, ist hier verbaut worden. Genau, um das geht's aber eigentlich gar nicht. sondern worum es geht, ist tatsächlich diese Station hier. Um die Station hier oben, nämlich genau um die. Das ist die erste Mittelstation mit Kurve, die wir im Winterresort-Simulator sehen, die mit einem ziemlich ausgefuchsten Baumodus hier hergestellt werden kann. Und das muss man sagen, ist einfach wirklich, wirklich cool. Und ein sehr, sehr einfallsreicher Mod. Genau. Aber allein jetzt die Strecke, die diese Bahn hier dadurch hinlegen kann, ist einfach unglaublich. Genau, richtig. Aber es bleibt nicht nur bei dieser einen Kurve, sondern wir haben noch mehr von den Kurvenlüften. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir denn den finden. Ach, die Mission muss ich nachher echt mal abschalten. So, und zwar haben wir hier noch einen Kuppelbahn-Schlepplift. Den kennt man zwar schon aus der Season 1, aber der ist nochmal vom gleichen Ersteller. Also nochmal ein Mod vom French Modding Team. Hier haben wir das Schild dazu. Und was an dem besonders ist, das sieht man, wenn man die Strecke hochfliegt. Mit einem ausgetüftelten Baumodus kann man mit etwas Geduld auch wirklich, sag ich mal, maßgeschneiderte Trassen herstellen. Das heißt, bei dieser Stütze kann man jedes Detail einstellen. Wie soll sie rotiert sein? Wie möchte ich dieses Rad gerne haben? In welchem Winkel soll das alles einfahren? Unglaublich umfassend und macht auch echt Spaß, wenn das Ding dann mal läuft. Genau, vor allem auch da wieder die Kurven und sowas, das einfach ganz besonders ist und ein Abweichen lässt von den geraden Liften, die man bevor bauen konnte. Genau, und jetzt, wo wir schon so viele kuppelbare Lüfte gesehen haben, möchte ich noch zu einem... So viele Bahnenlifte, wer steigt denn da noch gleich durch, Maximilian? Ich möchte nicht nur zu einem, sondern sogar zu zwei, habe ich mich gerade erinnert. Und zwar hier haben wir den Zweizähler von Depretis, dem Pöllinger Lift, nachgebaut vom AZ-Modding, die wir schon kennen von unserer Bechler Schneelanze. Und nicht nur eine neue Station gibt es hier, die komplett neu gebaut wurde, auch entsprechend Stützen und Sessel im Design der Depretis-Anlage. Genau. Gerade mit dem Grün typisch für mich aus dem alpinen Raum oft gesehen. Und damit echt extrem Nostalgie auch. Genau. Und vom selben Team, in derselben Einreichung, gibt es noch etwas. Nämlich einen zweiten Zweiersessellift. Den finden wir hier unten. Den habe ich schon auf sehr, sehr vielen Maps gesehen. Also der ist wirklich schon oft verbaut. Der wird uns auch später nochmal über den Weg laufen. Auch hier wieder neue Sessel, neue Stationen, neue Stationsgebäude. Und neue Stützen. Also wirklich ein vollständiger neuer Lift, der hier aufgestellt wurde.
Und hier sehen wir nochmal das Schild, was zu der Einreichung dazugehört. Genau, wie eben schon gesagt, auch vom AZ Modding Team die zweite Einreichung. Eine einzige Anlage haben wir jetzt noch ausgelassen. Die finden wir hier drüben auf unserer Map. Das ist eine Vierersesselbahn, die hier eingereicht wurde. Und zwar handelt es sich dabei um die 4 CLDB vom Airborne Modding. Wir haben hier auch wieder ausmodellierte Stationstechnik. Wir haben hier auch, wie ich es vorhin schon bei der hohen Salve gezeigt habe, Keilriemen, die nachgebildet wurden. Wir haben, genau hier war das mit den Abdeckungen, die ich abnehmen kann. Genau, gerade die Stationstechnik ist hier, glaube ich, das Spektakulärste. Auch in der Größe der Station einfach nochmal besonders spektakulär, weil wir ja doch eine größere Station letztendlich haben. Und genau, auch und natürlich damit, die Bergstation. Genau, die wollte ich gerade noch zeigen. Damit gehen wir zur Bergstation. Auch hier wieder eine ziemlich coole Anlage mit einer ziemlich coolen neu gebauten Station. Und bei all dem bleibt nun die Frage, wer von diesen kann da gewonnen haben? Könnte den dritten Platz gewonnen haben. Ja, für mich war es fast unmöglich, mich zu entscheiden. Es sind so viele coole Einsendungen. Gerade der dritte Platz finde ich auch hier wieder extrem schwierig festzustellen. Aber Maximilian, du weißt, wer es ist. Du hast den goldenen Brief. Ich habe hier meinen goldenen Brief liegen, sehr richtig. Ich weiß, wer es ist und in Kürze wisst ihr es auch. Aber bevor wir jetzt starten, was glaubt ihr denn? Wer ist unser dritter Platz in der Kategorie Seilbahn? Schreibt es uns doch mal in den Chat. Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich weiß es selber auch nicht, der dritte Platz, muss ich sagen. Ich habe eine Vermutung für die oberen Plätze, aber gerade der dritte Platz finde ich extrem schwierig. Wir haben die coole Technikanlagen zweimal gehabt. Wir haben aber auch die komplett neu designten Sessel vom AZ-Modding-Team. Letztendlich aber auch die Mittelstation und. Das macht es, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig, da sich jemand auszusuchen. Maximilian, spann uns doch nicht viel länger auf die Folter. Wir haben auf dem dritten Platz ein Paket von mehreren Einsendungen. So, jetzt bleiben noch zwei, die im Rennen sind. Und auf den dritten Platz geschafft hat es das wohl interessanteste Modpack, was bis jetzt eingereicht wurde. Nämlich die Puma Telemix, die Puma Leitner Gondel und der Puma Surface Lift vom French Modding Team. Unsere Info hier unten im Balken ist leider nicht korrekt. Das ist jetzt wohl kurzerhand vorm Stream noch falsch angepasst worden. Sorry bitte um Entschuldigung dafür. Nein, also es wie ist gesagt, vom French Modding Team, wie wir es hier vorne auf dem Schild auch gleich nochmal sehen können. Wirklich eine extrem coole Kombi aus den drei Paketen. Genau. Und was ich da dazu sagen kann, wir haben hier auch wieder detailliert nachgebildete Stationstechnik. Auch hier wieder können wir die Abdeckung öffnen. Wir haben hier sogar die Zahnräder, die die Reifen im Umlauf antreiben. Auch in der Ausfahrt haben wir hier wieder diese Keilriemen, die wir schon auch an zwei anderen Anlagen gesehen haben. Und dazu würde ich sagen, gratulieren wir auf jeden Fall zu dem dritten Platz, dem French Modding Team. Schöne Arbeit, wirklich extrem coole Bahn. Extrem coole Anlagen auf jeden Fall. Ich zeige es auch hier nochmal. Auch diese Anlage gehört zu diesem Pack dazu. Die Stationen kommen einem natürlich jetzt auch schon ein wenig bekannt vor. Und hier drüben auch der Kurvenlipplift. Ebenfalls von Poma gehört hier dazu, wo man sogar seinen eigenen Bügel starten kann. Das Ganze sieht dann so aus. Na gut. Einer nach dem anderen wird rausgeschickt. Aber bei Platz 3 ist ja nicht Schluss. Es geht genau. Ja, Schlag auf Schlag, würde ich sagen, weiter. Denn gerade in dieser Kategorie
ist der Platz 2 ja wirklich extrem hoch angesiedelter Platz schon. Definitiv. Ich muss sagen, es war so unglaublich schwierig, ja, es war wirklich in der gesamten Kategorie schwierig, ja, einen Mod jeweils herzukühren. Und beim zweiten Platz, wir stehen schon in der Nähe, haben wir die Pendelbahn vom SRTD Modding Team. Diesmal stimmt die Einblendung SRTD auch tatsächlich. Wir haben mit dabei auch Paulchen, der das Ganze in der Entwicklung unterstützt hat. Und Genau. das Coole bei dieser Anlage ist, sie kann automatisch fahren und ich kann aber auch hier in den Kommandoraum gehen und die Anlage selbst bedienen. Also ich habe hier die ganzen Funktionen, die ich auch von Hand betätigen kann. Ich kann von hier zentral alle Türen öffnen. Ich kann alle Türen schließen. Wir sehen, das ist auch das Bedienpult, das hier nicht die Komplett. Standardmodellvorlage von uns, sondern wurde wirklich maßgeschneidert, passend für diese Anlage entwickelt. Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ein wirklich toller Mod, der definitiv, denke ich, auch auf mehreren Maps nach und nach vorhanden sein wird. Nicht nur nach und nach, auf vielen Auf Mods, vielen die ist er schon eingereicht drauf, wurden. aber ich glaube, da wird noch einiges folgen, denn gerade mit der großen Gondel ist das doch wirklich was echt Cooles. Auf jeden Fall. Und damit kommen wir zur spannenden Frage zurück, diesmal in der Kategorie Seilbahn. Wer könnte das sein, der unseren ersten Platz hier gewonnen hat? Wirklich schwierig dieses Mal. Aber ich schätze, ein paar von euch haben vielleicht schon eine Vermutung. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und ich fliege mal zur Talstation Ich hin wollte gerade von dem sagen, wo Lift. haben wir sie denn? Da vorne haben wir Hier haben wir sie. Die Vierer-Sesselbahn vom Airborne Modding Team. Eine UniG-Anlage, die hier wirklich bis ins allerletzte Teil umgesetzt wurde. Zu der Anlage gibt es ein Video mit dem Titel The Most Realistic Ropeway Inventory Source Simulator. Und ich muss sagen, dem Namen wird die Anlage auch tatsächlich gerecht. definitiv, definitiv. Eins der wirklich coolsten Bahnen im Winter Resort Simulator. Wie ich vorhin gesagt habe, ich habe es da einmal probiert anzuschmeißen. Bin persönlich etwas verzweifelt, aber das spricht einfach für die Komplexität und diesen Detailgrad der Bahn. Auf jeden Fall. Man sieht, hier sind sogar die Öffnungs- und Schließschienen nachgebaut. Wenn ich in den Kommandoraum wechsle, gibt es sogar hier Schalter, mit denen ich die bedienen kann. Das heißt, ich kann hier die Schließschiene auf Neutral setzen, ich kann sie auf Auto setzen. Ich glaube, sie bewegt sich sogar mit. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Aber in jedem Fall auch die Detaillierung von der Stationstechnik, die ist einfach umwerfend. Und Definitiv. auch wenn ihr auf die Tonkulisse achtet, die ist nicht monoton, sondern wir hören immer wieder so ein paar kleine Details heraus, die das Ganze einfach echt Genau. spannend und unterhaltend machen. Es bewegt sich ja durchgehend auch was und da werden immer wieder verschiedene Sounds zu hören sein. Ein wirklich unglaublicher Mod. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit in den reingeflossen ist. Davor ziehe ich definitiv meinen nicht vorhandenen Hut. Herzlichen Glückwunsch dazu zum ersten Platz in dieser Kategorie. In wohl einer der stärksten Kategorien, muss man dazu sagen. Und Das auch anspruchsvollsten. auf jeden Fall, da stimme ich dir voll zu. Aber bevor wir von dem Mod weggehen, möchte ich noch mal ein Detail zeigen, was nur eines von vielen war, aber was echt noch mal unglaublich eindrucksvoll ist und den Mod wirklich zu dem auszeichnet, was er ist, nämlich zur mit Abstand realitätsnahesten Anlage, die wir hier aktuell im Spiel überhaupt haben. Nicht nur die ganzen Bremsen Seiltachos sind nachgebaut. Nicht nur die ganzen Lüfter, Getriebe, auch hier nochmal die Betriebsbremse, die einzelnen Kabel, auch hier im Bogenbereich, die Hydraulikaggregate zum Heben der Reifenförderer, auch hier die ganzen Abdeckungen, die Reißleinen. Also wenn ich hier die Abdeckung herunternehme, dann kann ich hiermit die Anlage anhalten, was ich jetzt nicht mache, aber das geht. Sondern es gibt auch noch die Königsklasse, nämlich das Bremshydraulikaggregat mit dem Notantrieb
und obendrauf das Ganze auch noch funktionsfähig. Ich kann hier die Hebel bedienen, ich kann umstellen. Ich meine, im Laufenbetrieb sollte ich das jetzt nicht machen. Es ist einfach umwerfend, was diese Anlage alles so drauf hat. Definitiv. Der Detailgrad lässt sich, glaube ich, kaum vergleichen. Na gut, damit sind wir die ersten beiden Kategorien durch. Eine Kategorie wartet noch auf uns. Und für diese Kategorie verabschieden wir uns von unserer Map hier, die von Don Chris für uns vorbereitet wurde, und schauen uns Videos an von den Maps, die wir bekommen haben. Aber bevor wir tatsächlich starten mit der ersten Map, möchte ich nochmal wirklich die Zahlen sagen in dieser Kategorie. Wir haben insgesamt 35 Einreichungen in der Kategorie Maps. Also von den 63 Einreichungen, die es insgesamt gibt, gab es 8 Fahrzeuge, 11 Seilbahnen, 9 sonstige und sage und schreibe 35 Maps. Das ist echt irre. Wir haben uns jede einzelne im Detail angeschaut, haben mehrere Runden gemacht, haben sehr, sehr viel auch intern diskutiert, wer denn wirklich ein fairer Gewinner wäre. Da bin ich extrem gespannt. Und ich muss zugeben, wir sind uns selber im Team nicht ganz einig. Es gibt so viele Maps, die es wirklich verdient hätten. Es gibt so viele Besonderheiten, so viele kreative Ideen, die ihr auf die einzelnen Maps gebracht habt. Das ist wirklich einfach spektakulär. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns doch direkt den dritten Platz an. Wir haben ein Video vorbereitet und das zeigen wir euch jetzt. Der dritte Platz ist die Map Aotearoa von Rogerio. Das ist eine neuseeländische Map. Das sieht man auch daran, dass die Autos auf der linken Straßenseite fahren. Mit sehr, sehr vielen kreativen Ideen, mit sehr, sehr vielen tollen Szenen und Blickwinkeln, die sich da auf der Map ergeben. Ein sehr großes Skigebiet, aber bis ins Detail ziemlich überzeugend umgesetzt. Noch dazu kommt ein sehr, sehr toller Pistenplan mit einer wahnsinnig übersichtlichen Minimap, damit auch die Spieler, die die Map noch nicht auswendig können, wie zum Beispiel ich, sich in Windeseile auf der Map zurechtfinden. Wunderbar gemacht, wirklich viele, viele tolle Blickwinkel, viele, viele tolle Szenen. Gratulation zu dieser Leistung. Definitiv von mir auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Eine extrem spektakuläre und coole Map. Anders kann ich es nicht sagen. Nun, nach dem dritten Platz kommt nun mal der zweite Platz. Wen haben wir denn da? Auf dem zweiten Platz haben wir die Map Oberfeld von Schleppi. Wir haben hier nicht nur ein liebevoll ausgestaltetes Dorf, wir haben sogar mehrere liebevoll ausgestaltete Dörfer. Wir haben eine unglaublich lange Straße, die rund um die Map herumführt. Wir haben verschiedene Täler, die man erkunden kann, mit wirklich so vielen liebevollen Szenen auf dieser Map. Dazu einen richtig, richtig cool gemachten Mittelgebirgs-Ausgestaltungsstil mit einem bunten Mix aus Fels, Wäldern, Bäumen und anderen Ausgestaltungsobjekten. Ich muss sagen, das hat mich wirklich, wirklich begeistert. Also ich bin bei einer Map nicht leicht zu begeistern, aber die hat es geschafft. Definitiv. Eine wirklich extrem coole Map, die super viel Abwechslung auch bietet. Genau. Und was man dazu sagen muss, es gibt auch irgendwo in den Alpen, ich sehe gerade, wir haben, glaube ich, die Videos vertauscht zwischen irgendwo in den Alpen und Oberfeld, weil das ist Oberfeld, das vorher war irgendwo in den Alpen. Hier ist auch diese Straße, die ich angesprochen habe, aber im Bündel zusammen sind beide Maps wirklich, wirklich gut gemacht. Dafür auch von mir herzlichen Glückwunsch. Jetzt stellt sich zum letzten Mal die richtig große Frage. Wer bekommt den ersten Platz? Und diesmal in der Kategorie Maps. Ja, große Frage, große Frage. Hochkugel. Und das ist die Map Hochkugel von Ben Kraft Gamer.
Die hat überzeugt mit einem Mix aus sehr, sehr vielen Details, aber auch sehr, sehr vielen maßgeschneiderten Objekten. Also das heißt, da hat jemand nicht nur Mapping betrieben, sondern hat an den Stellen, wo der Standard-Modellkatalog zu wenig ist, auch noch selber das erweitert und neue Sachen hinzugefügt. Das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Und genau deshalb schauen wir uns bei der Map gleich nicht nur das Video an, sondern hüpfen hier auch nochmal live ins Spiel hinein. Und so sieht das Ganze aus, wenn man frisch hier auf Hochkugel das Spiel lädt. Ich kann hier direkt mal in den Pickup setzen, der auf mich wartet, und auf den Weg machen. Wir haben uns das Safegame genommen, genauso wie ihr es auch im Steam Workshop findet. Und wenn ich hier direkt bei der ersten Abbiegung schon mal nach außen fahre und vielleicht nicht das Auto wegnehme, dann habe ich hier okay, ein anderes Auto, was man treffen kann. Dann habe ich hier auch schon ein schönes Beispiel. Nicht nur Werbeplakate gibt es hier, die angefertigt wurden. Auch die Stationen sind nicht die Standardstationen, sondern wirklich liebevoll ausgestaltet und individualisiert. Und vor allem die Musik. Und die ganze restliche Map möchte ich euch jetzt nicht mehr zu Fuß zeigen, deswegen fliege ich da auch mal ein wenig herum. Ihr seht, wir haben hier die Talstation der ersten Anlage. Das ist eine 3S, die 3S, die ihr schon aus dem Standardspiel kennt. Und dennoch, es sieht absolut nicht so aus, weil es hier ein eigens angefertigtes Stationsgebäude gibt, was auch von innen beschriftet ist, mit eigenen Kassenbereichen, wo ich sogar hier hingehen kann und die Tür öffnen kann. Ich kann hier hineingehen, und was mich echt umgehauen hat, sogar diese Rolltore hier kann ich öffnen, um meine Gäste zu bedienen. Und die Kasse zu öffnen, ja. Und das ist nur eines von so vielen Details, die ihr hier auf dieser Map erkunden könnt. Hier ist, wie schon gesagt, die erste Salva, nämlich die 3S. Und mit der fahren wir nun mal überhaupt die erste Etappe in dem Gebiet nach oben. Dort wartet auf uns ein Speichersee, der auch ziemlich, ziemlich cool gemacht ist. Ich muss jetzt hier so vieles überspringen. Das ist so schade. Aber es ist wirklich so viel los auf der Map, ja. Definitiv. Ladet sie euch mal runter und guckt sie euch genauer an. Nicht ohne Grund der Platz 1. Und wer jetzt sagt, ja, schön und gut, eine große Map würde ich gerne spielen, aber die Performance ist für mich bei den meisten Maps doch ein Problem. Auch daran hat der Ersteller dieses Mods gedacht, nämlich Bencraft Gamer hat zwei separate Versionen dieser Map erstellt. Eine ist die Hochkugel V3 Deluxe Edition. Da sind wirklich alle Details drauf, die das Spiel bunt machen, abwechslungsreich machen und die Map auch einfach zu dem machen, was sie ist. Aber wenn das zu viel ist für den Rechner, kein Problem. Dann gibt es die Hochkugel V3 in der normalen Version. Die haben wir jetzt hier zum Beispiel geladen. Ihr seht, die sieht nicht kahl aus, sondern die ist immer noch genauso gut und läuft aber mit um einiges mehr Frames. Ganz genau. Also auch für schwächere Systeme eine Möglichkeit, sich das Ganze einmal genauer anzusehen. Noch eines der Details möchte ich euch zeigen. Zwei sogar. Die Bergstation der Funitel, die kennt ihr ja schon. Aber nicht mit diesem Stationsgebäude. Das Stationsgebäude ist maßgeschneidert angefertigt für diesen Platz. Und was mich echt umgehauen hat, hier ist nicht nur so ein kleiner Weg, wo Fußgänger langlaufen, dass immer einen herunterkommen, sondern ich kann hier auch die Tür öffnen und habe hier diesen Wartungsgang, der nämlich den Zugang zum Antriebsbereich von der Standardbahn wirklich sehr, sehr cool in dieses Gelände einbindet. Und es ist eben nicht nur eines von diesen Details, sondern es finden sich auf der ganzen Map immer wieder solche Details, die es einfach unglaublich spannend machen. Ein einziges möchte ich euch noch zeigen. Und zwar ist das, jetzt muss ich es mal suchen, genau bei dieser Anlage die Talstation. Das ist auch wieder so ein Beispiel, wo es wirklich, wirklich gut gemacht ist. Das sieht aus wie eine neue Anlage mit einem neuen Stationsgebäude. Hier ein
Sie wird sogar mit Solarstrom versorgt. Mit 60% genau genommen. Die Solarpaneele sind natürlich auch auf die Station drauf gebaut. Und wir haben hier ein ganzes Stationsgebäude, was da dafür hingestellt wurde. Verschiedene Dinge miteinander kombiniert sind und man merkt es gar nicht so wirklich, dass das hier eigentlich eine Anlage ist, die man von anderen Maps schon kennt, weil einfach die Station So so. kombiniert es, ja. Genau, du sagst es, Fabian. Na Ja. gut. Maximilian, die drei großen Kategorien haben wir abgedeckt. Den Gewinner im Bereich Fahrzeuge, im Bereich Seilbahn jetzt hier gerade eben gesehen noch und jetzt in Maps. Aber es gab doch noch so die ein oder andere Einsendung, die uns Kopfzerbrechen gemacht hat. Wo packen wir die rein? Wie zeichnen wir die mit dem Preis aus? Das ist eine wunderbare Frage. Was hast du denn noch so für einen Preis für uns mitgebracht, Fabian? Ja, ich dachte, nachdem unsere Preise. Hier unten, ich wollte es gerade sagen, hier unten habe ich noch so ein paar Gutscheine gehabt und haben gesagt, diese Preise müssen wir zumindest auf jeden Fall noch mit ein paar Gutscheinen honorieren und da werden die Gewinner auch nochmal als kleines Dankeschön für den ganz besonderen Mod jeweils einen Gutschein für den Aerosoft Shop bekommen. Genau, und auch ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, habt die Möglichkeit, einen solchen Gutschein zu gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, erklären wir euch aber nachher, wenn wir unsere Sonderpreise durchhaben. Ich habe es vorhin schon gesagt, in der Kategorie Maps, es war so unglaublich schwer zu bewerten, welcher Mod bzw. welche Map denn auf das Stockerl soll. Und wir waren uns selber nicht ganz einig. Und mit wirklich ganz, ganz knappem Abstand ist ein Paket verschiedener Mods auf dem vierten Platz gelandet. Das ist nicht nur die eine, die wir hier gleich aufrufen werden, sondern ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es sind sogar drei oder vier verschiedene Maps von einem Ersteller, die hier eingereicht wurden. Und da ist uns aufgefallen, das waren nicht nur sehr viele und abwechslungsreiche Maps, sondern es waren vor allem auch wirklich toll gemachte Pisten. Definitiv, definitiv. Ja, wollen wir es uns angucken, den ersten Gewinner des Sonderpreises? Das machen wir glatt. Und zwar ist das die Map Prosit. Unter anderem, wir sehen im Hintergrund einen Screenshot davon, die uns einfach überzeugt hat mit den vielen Pistenverläufen, mit der Abwechslung, die sie reinbringt und mit dem, wie sich das Gebiet denn wirklich anfühlt, während man da drinne unterwegs ist. Und es ist eben, wie gesagt, nicht nur diese eine Map, die so schön gemacht ist von dem Ersteller, sondern es sind mehrere und dafür wirklich herzlichen Glückwunsch. Das ist eine echt coole Bereicherung im Workshop. Genau, neben dem Aerosoft-Gutschein gibt es auch noch ein kleines Goodie-Pack dazu. Da werden wir dich auch nochmal kontaktieren, um dir die Sachen zukommen zu lassen. Genau. So, dann haben wir noch in der Kategorie Seilbahn das Problem. Wir hatten so viele tolle Mods, die uns wirklich, wirklich umgehauen haben. Wir haben fünf Mods euch gezeigt und es waren alle fünf wirklich klasse. Und deswegen machen wir weiter mit dem Sonderpreis für die kuppelbare Seilbahn. Genau, und zwar handelt es sich dabei um die hohe Salvebahn, die wir vorhin schon live im Spiel uns angeschaut haben. Die ist zwar leider mit, sag ich mal, wirklich viel Diskussion hier bei uns im Team intern nicht auf den dritten Platz geschafft hat, aber dafür einen Sonderpreis abräumen konnte. Wir arbeiten gerade noch dran, dass wir euch da die entsprechende Folie auch zeigen. Und da ist sie schon. Bahn ist erstellt nicht von einer Person alleine, sondern von No123, Dominik 1503 und Georg 007. Und ich habe es vorhin euch schon in Echtzeit ge gezeigt. Es sieht einfach wirklich cool aus. Und die Bahn ist zum Beispiel übrigens auch auf der Hochkogelmap, die wir gerade eben ausgezeichnet haben, zu finden. Also wenn ihr die Bahn ausprobieren wollt, müsst ihr nicht mal eine neue Map bauen, sondern dann könnt ihr auch
die Map, die ihr ohnehin schon gesehen habt und die wir euch auch wirklich empfehlen würden, könnt ihr einfach diese Map spielen. Ja, Maximilian, dein Zettel. Was sagt er für uns noch so? Gibt es noch mehr Sonderpreise? Haben wir erstmal alle Preise abgedeckt und können den Leuten noch ein bisschen was verraten? Ja, wir können noch was verraten. Wir haben noch einen Preis, der für eine Seilbahn vergeben wird. Das ist, sag mal, wieder dem geschuldet, dass bei den Seilbahnen einfach echt so viele klasse Einreichungen dabei waren, die das Spiel gut erweitert haben und wirklich gut erweitert haben. Und das merkt man auch daran, wie oft verschiedene Seilbahnen auf verschiedenen Maps verbaut sind. Und es muss nicht immer alles so modern und so neu sein, sondern es ist auch klasse, mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Nicht so neu, nicht so moderne. Ich würde es vorsichtig sagen. Ich bin doch keine Seilbahn, Maximilian, aber wer hat denn da einen Preis abgeräumt, einen Sonderpreis? Genau. Wir haben jetzt hier das ganze Modding-Team aufgeschrieben, weil es eben nicht nur ein Mod ist, sondern mehrere. Das ist das AZ-Modding, was für insbesondere für die Leistung mit dem Depretis 2er Sessellift und dem Girac 2er Sessellift, den letzteren sehen wir hier im Hintergrund, einen Sonderpreis bekommen wird, nämlich 2 Doppelmeier-Rucksäcke mit ein paar Goodies da drin. Ganz genau, die uns von Doppelmeier bereitgestellt wurden. Ja, Maximilian, viele, viele Mods hatten wir, viele Mods konnten wir heute zeigen und auszeichnen. Wirklich eine exzellente Auswahl, würde ich sagen. Die Leute haben sich dieses Jahr wieder mal gesteigert mit den Mods zum letzten Jahr. Und ich bin gespannt, was da die Zukunft noch so bringt. Genau. Und die Zukunft bringt für einige einen weiteren 50-Euro-Gutschein vom Aerosoft-Shop. Nämlich die 2 besten Screenshots von prämierten Mods gewinnen je einen Aerosoft-Shop-Gutschein im Wert von 50 Euro. Das ist eure Chance, alle, die jetzt hier gerade dabei sind und uns zuschauen. Sendet uns in den nächsten Tagen euren Screenshot ein, wo mindestens einer der prämierten Mods oder prämierten Maps dabei ist. Und ihr könnt damit die Chance auf einen von 2 Shop-Gutscheinen im Wert von 50 Euro gewinnen. Ganz genau. Mehr Details dazu geben wir euch morgen noch auf dem Discord-Server vom Winterresort-Simulator bekannt. Das heißt, da findet ihr dann auch nochmal genau zum Nachlesen, was ihr machen müsst und wo ihr den Mod posten müsst, damit ihr da teilnehmen könnt. Aber auf jeden Fall ist das die Chance, um auch für euch nochmal ein wenig abzustauben. Ja, Maximilian. Was haben wir noch auf dem Zettel stehen? Wir haben alle Preise vergeben, wir haben das Gewinnspiel bekannt gegeben. Der Winterresort-Simulator. Letztes Jahr konnten wir den Multiplayer hier ankündigen, wenn ich mich recht entsinne. Dieses Jahr habt ihr den Multiplayer schon. Was sollen wir euch geben? Hast du eine Idee? Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Tja, wir arbeiten an vielen, vielen spannenden Projekten. Über die haben wir schon einige Dinge angeteasert, aber mehr dazu werden wir euch im Laufe des Jahres noch bekannt geben. Da gibt es ein wundervolles Event, wo wir das immer wieder sehr gerne tun. Normalerweise die Gamescom. In diesem Jahr hat der liebe Fabian das in die Hand genommen, wieder einen würdigen digitalen Ersatz zu organisieren. Was hast du denn da für uns, Fabian? Genau, im August, wie letztes Jahr auch schon, werden der gute Nordrhein-TV und ich, diesmal auch mit englischsprachiger Unterstützung, sprich nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, wieder eine NextSim veranstalten, die NextSim 21, wo auch der Maximilian aus Wien hier vor mein Fenster kommt, nach Paderborn, und wir uns die Neuerungen im Bereich Simulation genauer mal anschauen sollen. Was wird Neues für Aerosoft kommen? Woran haben unsere Teams so gearbeitet? Updates, neue Produkte, neue Plattformen vielleicht sogar, der eine oder andere. Würde mir hier jemand genauer angucken, da ist vielleicht einiges in Arbeit. Da dürft ihr auf jeden Fall spannend sein. Der August ist nicht mehr so, so lange hin. Und wir haben ein echt fettes Line-Up dieses Jahr auch wieder für euch mit absolut verschiedensten neuen Simulatoren. Aber auch die ein oder andere Überraschung aus dem Hause. HR InnoWays. Aber Maximilian, eins können wir vielleicht vorwegnehmen.
Wir arbeiten Genau. ja jetzt schon länger mit jemand aus der Community zusammen, um was Schönes bereitzustellen. Magst du ein bisschen was dazu sagen, was denn da kommen wird? Allzu viel möchte ich noch gar nicht sagen, weil du hast es schon gesagt, im August werden wir so eine tolle Möglichkeit haben, um dann noch viel, viel mehr bekannt zu geben. Aber wir arbeiten an etwas, was für euch kostenlos sein wird. Das wird eine kostenlose Erweiterung für die Winterresort Simulator Season 2. Nicht in Form eines Mods, sondern die findet ihr dann, ich sag mal salopp, in der Nähe der DLCs. Es wird aber, wie gesagt, kostenlos sein. Und das wird sich beschäftigen mit dem Thema Sport. Aber so viel mehr als das möchte ich noch gar nicht verraten. Da bin ich mal sehr gespannt, und absolut begeistert von der Sache, die wir bisher schon sehen konnten. Das wird spannend und eine echt coole Erweiterung auch nochmal für den Winter Resort Simulator. Ja. Auf jeden Fall. Na gut, damit haben wir jetzt sehr, sehr viel geredet, wir beide. Aber natürlich nicht nur wir haben hier gesprochen, sondern auch ihr habt in der Zwischenzeit im Chat geschrieben. Und genauso wie letztes Jahr möchten wir auch dieses Jahr wieder auf eure Fragen eingehen. Wir haben ja also unseren YouTube-Chat, der auf der linken Seite mitläuft, der unseren Discord-Chat auf der rechten Seite. Und jetzt ist eure Chance, um uns noch einige Fragen zu stellen, die euch vielleicht noch am Herzen liegen. Die Leute rätseln erstmal über Sport im Winterresort Simulator. Schwimmen. Ich mag vor allem schwimmen. Eisseetauchen wird es geben. Ganz genau. Eisstockschießen wäre schon ganz cool, aber das wird es nicht sein. So viel kann ich schon verraten. Ja, wie gesagt, wie Maximilian gesagt hat, stellt uns noch ein paar Fragen, wenn ihr welche habt. Wenn keine Fragen da sind, ist es umso besser. Dann haben wir wirklich, glaube ich, heute alles beantwortet, was auch nur offen sein könnte. Aber ich glaube, die eine oder andere Frage ist vielleicht da, was so alles kommen wird. Außer das Raten der Sportart. Und außer dem Meme-Channel. Warum gibt es nur Teslas im Spiel? Es gibt nicht nur Teslas im Spiel, es gibt verschiedene Autos. Es gibt auch Teslas, ja. Aber halt ohne Markenlizenz. Da sehe ich, würde es ein von Roll DLC geben? Also wir haben jetzt derzeit keine konkreten DLCs in Planung, auf dem Bereich der Seilbahn. Im Zuge mit den Projekten, die wir im August ankündigen werden, könnte es sich ergeben, dass vielleicht die eine oder andere Neuheit auch noch für den Winterresort-Simulator kommen wird. Aber dazu können wir jetzt natürlich noch nicht allzu viel sagen. Zum Thema Mittelstation würde ich euch empfehlen, diesen Stream aufmerksam zu schauen. Nein, das habt ihr ja. Es gibt schon Mittelstationen im WRS. Es gibt einen Mod, der an diesem Contest teilgenommen hat, den wir vorhin prämiert haben, wo ihr auf jeden Fall schon mal eine Mittelstation haben könnt. Und meines Wissens ist auch noch ein weiterer Mittelstationsmod von einem anderen Team in Arbeit. Ja, sonst sehe ich hier noch viele Fragen zu. Wird der Skimodus in den Multiplayer kommen? Sehe ich hier noch. Dazu können wir aktuell tatsächlich sehr wenig sagen. Wir sind jetzt erstmal mit der Entwicklung ausgelastet, von den neuen Dingen. Auch der Livestream hier hat ja natürlich nicht wenig Zeit verschlungen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Es wird aber laufend weitere Updates, kleine Updates zum Winterresort-Simulator geben, zur Season 2. Wann da welches Feature reinkommt, gerade bei größeren Features, ist aktuell einfach noch nicht so wirklich abzusehen. Es ist aber, muss man natürlich auch gerade sagen, es ist gerade der Beginn der Sommerphase und natürlich im Sommer ist immer nicht ganz so viel los, wie es im Winter normalerweise ist. Ist ein neues Spiel in Planung, was Aerosoft publishen wird? Ja, doch so einige. Da, wie eben gesagt, den August mal abwarten. Ich glaube, da haben wir die eine oder andere Ankündigung, die euch überraschen wird. Auf jeden Fall, davon gehe ich aus. Ja, viele, viele Fragen. Wird es modulare Garagen geben? Ja, ich denke, das läuft alles ein bisschen auf die Aussage hin, wie die Maximilian eben getroffen hat. Es wird einiges geben, einiges Neues sich auch ergeben, Richtung August.
wird es noch Performance-Verbesserungen geben? Ich glaube, Maximilian, da kann man ganz einfach sagen, mit jedem Update arbeitet ihr an Performance-Verbesserungen. Die sind natürlich nicht von 10 FPS auf 100 FPS, aber Schritt für Schritt wird sich natürlich die Performance immer weiter nochmal optimieren lassen. Sei es mit Unity-Updates, sei es aber auch einfach durch Sachen, die uns auffallen und. Ja, also Performance-Verbesserungen auf der Basis, wie du es angesprochen hast, kommen natürlich hin und wieder dazu. Es passiert auch immer wieder, dass wir, sag ich mal, mehr oder minder zufällig Dinge finden, an die man vielleicht vorher nicht gedacht hat. Auch mit den Projekten, an denen wir jetzt arbeiten, kommt immer wieder was dazu, wo die Performance besser wird. Nun, es ist mit der Performance leider so, das Zeug wächst nicht auf Bäumen und dementsprechend kommt es auch nicht so schnell neu dazu. Und mittlerweile ist es eben so, die CPU ist am WAS schon relativ gut optimiert. Also insbesondere was Lua angeht. Das, wo man sehr, sehr viel rausholen kann, ist der Bereich Rendering. Und die größte Abhilfe, die man da schaffen kann, ist das, was manche der Contest-Maps auch tatsächlich schon gemacht haben, nämlich einfach sich überlegen, welche Objekte man wirklich braucht, beziehungsweise wenn man eigene Modelle erstellt, sogar zu schauen, muss man die in der Entfernung sehen oder nicht. Wir haben, was das angeht, schon einiges im Standardspiel optimiert, auch seit dem Release. Aber natürlich ist es immer so, dass wenn man es auf Mod-Maps ans Limit treibt, dann wird die Performance irgendwann in die Knie gehen. Das ist nun mal so. Genau, was sehen wir da noch? W auf S auf Konsole. Ja, 2, 3 Minuten zurückhören. Vielleicht war da die ein oder andere kleine Sache versteckt. Vielleicht nicht der WS, aber vielleicht einige andere Sachen für die Konsole. Da wäre ich auf jeden Fall mal spannend auf den August als Konsolenspieler. Auch zu dem Thema Story, da denke ich, werden wir im August was zeigen können, was recht cool werden wird für euch. Definitiv, definitiv. Ja, so viele Fragen, verschiedene Fragen sehe ich gar nicht mehr, Maximilian. Wird es Wind geben? Ich denke, derzeit, verbessere mich, ist da nichts Konkretes geplant, was umzusetzen. Nein, derzeit nicht. Es ist natürlich immer so, dass gerade was Seilbahnerweiterungen angeht, sag ich mal, verkleinert sich die Zielgruppe dann relativ schnell. Und irgendwo müssen wir halt das, was wir in Entwicklungszeit reinstecken, zurückbekommen. Und uns leuchtet ein, dass wenn da Preise bei rumkommen, die für euch nicht leistbar sind, das Ganze keinen Sinn hat. Das heißt, es steigt und fällt natürlich immer ein bisschen damit, wie viele Leute mir damit ansprechen. Deshalb die DLCs eben auch so, oder sag ich mal, wenn wir ein DLC planen, dann ist es auch eher so aufgezogen, dass es möglichst viele Leute anspricht und nicht nur auf, sag ich mal, die doch leider, auch wenn ich das manchmal gerne anders oder selber gerne anders hätte, auf die leider sehr kleine Seilbahn-Kerngruppe fokussiert. Genau. Ja, siehst du noch Fragen, Maximilian, auf die wir eingehen können? Wir können natürlich nicht auf jede Frage eingehen. Einige Fragen würden uns schon zu viel vorwegnehmen, würde ich vorsichtig sagen, für den Rest des Jahres. Ich sehe hier noch, warum Unity verwenden, sondern nicht eine andere Engine. Naja, Unity bietet sehr viele Vorteile, gerade. Der Engine-Wechsel ist jetzt nicht einfach mal so gemacht. Das ist ein komplexes Thema für sich letztendlich. Genau. Na gut, Jackie hat gerade schon den finalen Call gemacht. Den bringe ich euch ja auch nochmal im Stream. Bitte die finalen Fragen stellen. Wir schauen, ob wir gerade nochmal was mit abgrasen können. Und dann werden wir euch auch schon einen schönen restlichen Abend wünschen. Aber zu dem Thema Engine genau. Der Punkt ist, die Unity bietet wunderschöne Modding-Tools, die wir euch zur Verfügung stellen können. Und das ist nun mal bei anderen Engines häufig leider nicht so. Ganz genau, ganz genau. Werdet ihr auch eine Cyber-Mittelstation rausbringen, Maximilian? Derzeit arbeiten wir an keiner Mittelstation, aber auch da könnte im August das eine oder andere Spannende dabei sein.
Also sprich, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir natürlich nicht das ganze Event vorwegnehmen können. Ganz genau. Ich würde sagen, wird das SDK noch geupdatet? Das finde ich eine interessante Frage hingegen. Gerade im Thema Modding. Genau. Wir hatten zu Beginn des Modding-Contests ein bisschen die Entscheidung, was machen wir? Machen wir das SDK oder machen wir den NPC-Editor? Wir haben uns für den NPC-Editor entschieden. Wenn ich mir anschaue, wie viele Maps jetzt das schon eingebaut Das haben, jetzt war hier, das, glaube ich, die richtige Entscheidung. Auch wenn es die Folge hatte, dass das SDK erstmal nach hinten gerückt ist. Es steht weiterhin auf unserer Wunschliste. Es hängt aber immer einfach ein bisschen davon ab. Wir wollen kein SDK raushauen, was kein Mehrwert ist gegenüber dem, was ihr ohnehin schon habt aus der Season 1. Das heißt, es gibt sicher nicht in den nächsten Tagen ein Update des SDKs, aber es steht auf unserer eigenen Wunschliste auch drauf. Und wir möchten zum Beispiel damit auch die Seilbahnsteuerung, die in die Season 2 DLC reingekommen ist, möchten wir damit für alle zur Verfügung stellen, damit auch die Knöpfe und Bedienelemente für alle Modder genutzt werden können. Was aber an der Stelle vielleicht spannend ist zu sagen, wir sind im Kontakt mit mehreren von euch, nämlich aktiven Mitgliedern der Community, die auch in den nächsten Tagen und Wochen im Wiki nochmal einiges überarbeiten möchten. Und ich denke, damit wird das Thema Modding in Zukunft im WRS definitiv einfacher werden. ganz genau, ganz genau. Ja, Maximilian, das waren, glaube ich, ein paar schöne Worte zum Abschluss. Leider konnten wir heute nicht so viele Fragen beantworten, weil der August jetzt nicht mehr so fern ist und die großen Ankündigungen euch da erwarten werden. Tolle Mods haben gewonnen. Ich glaube, jeder WS-Spieler hat jetzt erstmal wieder für Wochen und Monate Sachen zum Ausprobieren, wenn er sich auch nur die, ja, mit Preisen bestückten Mods herunterladen wird, dann gibt es ja noch wirklich extrem viele weitere, die kommen werden. Definitiv. In jedem Fall ist es aber so, und das möchte ich auch, sag ich mal, zum Abschluss des Contests nochmal sagen. Ich finde es wahnsinnig spektakulär, wie viel in den letzten Wochen an neuen Content für dieses Spiel gekommen ist. 63 Einreichungen, das sind echt nicht wenige, das sind unglaublich viele, die da sehr, sehr viele neue Funktionen eingebunden haben. Sehr viele tolle neue Maps, wie gesagt, 35 Maps, das ist unglaublich. Sehr viele Fahrzeuge, Seilbahnen, die jetzt neu sind, mit Funktionen, die es so einfach noch nie gab. Echt Hut ab. Das war eine coole Leistung. Ganz genau. Ich denke, zum Abschluss, Maximilian, bedanken wir uns auf jeden Fall auch noch bei den Zuschauern, die hier zugesehen haben, die die Modding-Teams unterstützt haben, sich mit denen mit zusammen gefreut haben. Das ist wirklich extrem cool nochmal. Definitiv. Und nicht nur ihr Zuschauer wart dabei, auch alle Kollegen, die hier bei uns in der Firma nicht vor der Kamera sitzen, sondern dahinter sind dabei. Ich muss jetzt leider meine Maske hier anziehen, weil wir sind ja doch in Zeiten von Corona. Und da ist das anders nicht regelkonform. Aber kommt auch ihr mal hier herein Ihr spaziert. habt sie ja alle schon mal kurz in dem einen oder anderen Video gesehen, aber der ein oder andere ist noch im Hause unterwegs, genau. Genau. Danke an euch, liebe Kollegen, und auch danke an die Kollegen, die heute nicht im Büro sind. Danke für die Unterstützung. Danke für das Organisieren des Streams. Patrick ist jetzt schon wieder weggegangen, der ist nämlich unsere Regie. Wir wünschen Der muss euch uns alle, gleich den Saft abdrehen, genau. sozusagen. Wir wünschen euch alle einen wunderschönen restlichen Abend. Genießt den Tag. Genießt die Mods, die es für den WRS gibt. Es sind wirklich viele, viele Einzigartige dabei. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Adios. Ciao, ciao.